So, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren neuen Video. Wir begrüßen euch jetzt erstmal vom Flughafen Stuttgart mit ein paar Fliegern, die landen und starten. Viel Spaß und Unterhaltung. Und somit sehen wir auch ein paar verschiedene Fluggesellschaften, wie unter anderem Sun Express, Eurowings und Pegasus, die sehen wir noch, auch noch. Und im Nachhinein haben wir für euch auch noch was weiteres im Angebot. Lasst euch einfach überraschen. Vom Wetter her hatten wir heute auch sehr großes Glück gehabt. Und jetzt sehen wir eine Eurowings am Start und diesmal eine ganz weiße. Ist auch ganz, ganz selten. Was wir auch noch gesehen haben, vielleicht seht ihr es auch gleich auch im Bild, eine Germanwings, eine German Airline. Und wie wir sehen, macht sie sich schon bereit und rollt langsam auf die Startbahn. Ja, wie ihr seht, war heute auch mehr los heute eher auf dem Start- und Rollfeld. Da ist eine Maschine gekommen und eine gegangen. Es war ein richtiges Kommen und Gehen. Und es gibt jetzt auch hier mal ein paar historische Exemplare. Und jetzt seht ihr auch gleich eine, wo in die Lüfte geht und so schön in den Wolken verschwindet. Und jetzt habt ihr nochmal ein historisches Exemplar und somit gleich nochmal einen historischen Heli. Hier seht ihr eine, wo so richtig unter den Wolken nach oben steigt. Es war richtig gigantisch, dies anzuschauen. Und hier habt ihr nochmal einen Blick aufs Rollfeld. Und jetzt seht ihr eine, wie nochmal eine so schön unter den Wolken aufsteigt. Und somit einen Blick nochmal auf den Heli gehabt und jetzt seht ihr eine ankommen.
Und jetzt seht ihr gleich ein Exemplar von einem Lufthansa. Ihr werdet euch wundern, was ihr jetzt kommen seht, was die für eine Spitze vorne hat. Das ist doch der Wahnsinn. So, meine Lieben, jetzt verabschieden wir uns nicht, denn es heißt dranbleiben, das Video ist noch nicht zu Ende. Ich nehme euch noch mit auf die Fahrt von Stuttgart nach München. Hier haben wir ab dem Eichelberg aufgenommen. Vor euch der Eichelberg mit der Ausfahrt, wo es nach Weilheim-Teck runtergeht. Das ist auf der A8 nach München. Sowie mit dem Blick auf die Schwäbische Alb, dem Eichelberg, dem Trackenstein und dem Reusenstein. Unter den Reusenstein gibt es ja auch den berühmten Reusenstein-Tunnel, wo auch die Neubaustrecke der Schnellbahntrasse von Stuttgart nach Ulm geht. Und so wie ihr seht, hat es auch verschiedene Schluchten und Viadukte. Seht ihr rechts und links, wenn man so über die Brücken fährt und diese überquert.
Als nächstes haben wir dann die Abfahrt Mühlhausen und Grübingen. Da haben wir schon das Schild zur Rast- und Tankanlage Grübingen gesehen. Und der Verkehr wird etwas langsamer. Da kann es auch immer etwa zu Staus kommen. Das ist gewohnte Sache. So, und was haben wir denn da? So wie vorher, wie ich schon angekündigt hatte, ist es da leider zum Stau gekommen. Aber das ist baustellenbedingt, weil dort überall auch die Straßen gerichtet werden müssen. Aber ein direkter Stau war es nicht, es war nur ein stockender Verkehr und da ist es gegangen. Und hier seht ihr einen Blick zur Rastanlage Grübingen. Und hier der ganze Stau. Besser gesagt, stockender Verkehr. Und es gibt gleich einen Blick, den habt ihr jetzt, zur Schnellbahntrasse Stuttgart-Ulm und München. Die Neubaustrecke. In der Nähe von Mühlhausen ist das aufgenommen worden. Und wie ihr seht, geht es stockend voran, aber der Verkehr rollt. Aber es ist ja auch ein kleiner Anstieg, also darf man das ja auch nicht für übel nehmen, wenn sich das mal staut. Und natürlich auch baustellenbedingt. Und somit könnt ihr nochmal einen Blick genießen zur Schnellbahntrasse Stuttgart-München über Ulm-Augsburg.
Ebenfalls nochmal ein Blick zur Schnellbahntrasse und natürlich genießen wir auch einen kurzen Blick ins Tal. So, und wir gelangen jetzt kurz vor Merklingen und da seht ihr auch gleich auch die Bahntrasse und auch den Bahnhof Merklingen. Es ist alles auf der Strecke nach Ulm, München. Aufgenommen auf der Autobahn 8. Die nächstgrößere Stadt war Ulm und da gibt es zweierlei Ausfahrten, Ulm Nord und Ulm West. Und Ulm West war auch ein Autobahndreieck. Also wir sind dann somit fast im Bundesland Bayern, dauert nicht mehr lange.
So wie versprochen und angekündigt, erreichen wir gleich das Bundesland Bayern. Und unter Elchingen, gleich hinter Ulm. Und als nächstes haben wir dann auch das Autobahndreieck Ulm, Oberelchingen, wo es dann auch auf die A7 Richtung Nürnberg, Würzburg und auch ins Allgäu nach Lindau geht. Aber wir bleiben weiter auf der A8 bis München. So wie wir die Gegend von Ulm verlassen haben, ist die nächstgrößere Stadt Augsburg. Dort gibt es auch mehrere Ausfahrten. So, meine Lieben, in Kürze erreichen wir auch da schon Augsburg. Das ist jetzt gleich dran. Ja, und hier im Bild haben wir auch schon die Ausfahrt und das Kreuz Augsburg West. Als nächstes haben wir dann nach Augsburg West gibt es natürlich auch Augsburg Ost, wo es dann auch zum Flughafen von Augsburg geht. Welcher Fluss fließt durch Augsburg? Der Lech.
Welchen grauen Bus sehen wir denn da in der Nähe? Den hat man doch schon in Stuttgart gesehen, am Zopp. Der ist fast zeitgleich wie wir abgefahren. Und hier haben wir die Brücke, wo wir über den Lech fahren. Und in dieser Gegend gibt es den berühmten und bekannten Spargel. Hier ist Schrobenhausen, da gibt es den berühmten Spargel. Und jetzt darauf achten. Jetzt kommt der berühmte Fluss Paar. Er fließt in der Nähe von Dasing und Kissing. Und gleich einen Rechtsschwenk zum Schild. Somit habt ihr eine Übersicht, wie weit es noch bis München ist. Wir erreichen gleich in Kürze die Ausfahrt Dachau-Fürstenfeldbruck und die ist so ziemlich kurz vor München.
So, meine Lieben, wir sind so kurz vor München. Da erreichen wir schon das erste Dreieck, wo es auf die A96 geht. Aber es geht jetzt hier gleich weiter. Wir erreichen dann noch München. Ach, auf der rechten Seite sehen wir so im Hintergrund die Brauerei Paulaner. Ist auch sehr berühmt, ein sehr berühmtes Bier. Und somit ist auch gleich das Ende der Autobahn. Und das Ende der Autobahn befindet sich in München Obermenzing. Das seht ihr jetzt hier gleich auf dem Schild. Somit haben wir auch jetzt gleich die Autobahn verlassen und befinden sich in München Obermenzing. Und somit fahren wir quer durch Obermenzing und durch Nymphenburg. Das sind so zwei so Bezirke von München. Und somit können wir auch mal schauen, was der Münchner ÖPNV bietet. Vorhin haben wir gerade eine Straßenbahn gesehen. Gleich einen Bus der MVG. Thank you.
So, und wir machen immer noch unsere kleine Stadtrundfahrt bis zum Zentrum, wo auch der ZOB ist. Und wie wir in sämtlichen Städten sehen, ist auch überall Baustelle. Es wird überall alles neu gemacht, restauriert und ja, einfach Straßenbauarbeiten. Und wir nähern uns schon langsam Richtung Zentrum. Man sieht es an dem Mercedes-Zeichen, an dem Riesengebäude. Und da haben wir schon bald den ZOB erreicht. Somit erreichen wir auch gleich die
Donnersberger Brücke. Und da haben wir auch ein paar Beobachtungen gemacht. Mal ab, lasst euch überraschen. Und somit haben wir die Donnersberger Brücke erreicht. Da sehen wir auch schon ein paar Busse. Und da links kommt ein sehr seltener und schicker Bus mit einer schicken Aufschrift. Und jetzt wartet mal ab, was wir jetzt gleich sehen werden. Aber das sieht man fast nur in München. Einmal ein Gelenk, aber wartet mal ab. Ein Bus mit Anhänger, hier seht ihr ihn. So, meine Lieben, und gleich erreicht man auch den ZOB. Und was seht ihr vor uns? Auf der linken Seite der Bayerische Rundfunk und geradeaus das Wahrzeichen Münchens, die Frauenkirche. Und somit sind wir auch dann gleich angekommen am Münchner ZOB. Und im Anschluss gibt es noch mal ein paar weitere Bilder. Und ich sage nun Tschüss und Goodbye bis zum nächsten Video.